Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne einen kleinen Blick, nicht den kompletten Blick, sondern einen kleinen Blick in den Ava and May großen Adventskalender werfen. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe ja mit euch schon die kleine Variante ausgepackt, also mit den, also die kleine Variante des Adventskalenders und jetzt habe ich hier die große Variante. Ich hatte euch in dem kleinen Adventskalender-Unboxing einen schönen Rabatt geben können, aber jetzt kann ich euch einen richtig großen Rabatt geben, Claudi 40. Damit bekommt ihr 40% Rabatt auf das komplette Sortiment. Es gibt ein paar Ausnahmen, so Mini-Kerzen und so weiter, ne, Geschenkgutscheine, klar. Aber da bekommt ihr dann diesen Adventskalender für 120 Euro anstatt für 199,99 Euro. Das ist so krass, Leute. Ich habe euch das mal in der Infobox verlinkt, schaut da gerne mal vorbei. Vielen, vielen Dank an Ava and May, dass ihr mir den Adventskalender zugeschickt habt und dass ihr diesen absolut heftigen Code auch noch raushaut. Ich bin baff. Also, es ist eine Kooperation, dementsprechend mache ich auch eine kleine Verlosung. Und zwar verlose ich ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Und heute werden wir bei diesem Adventskalender 6 Büchschen öffnen. Aber wir werden uns einfach mal so einen schönen Einblick in den Adventskalender verschaffen. Wenn man diesen Adventskalender verschenkt, ist es deutlich sinnvoll, diese Banderole zu entfernen, weil da stehen die ganzen Produkte drauf. Und das wollen wir dann natürlich bei der beschenkten Person nicht spoilern. Was ich tatsächlich machen werde, weil ich ja, ich mache ja nicht alle Kläppchen mit euch zusammen auf, aber ich möchte euch ja trotzdem, das ist ja so mein Bestreben immer bei diesen Adventskalender-Unboxings, ne, auch mit an die Hand geben, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Das heißt, am Ende des Videos werde ich euch selbstverständlich auch ein kleines Fazit geben und natürlich auch den Gesamtwert der Produkte einfach mal mit einblenden. Das kann ich dann ja ausrechnen anhand von der Banderole, beziehungsweise ich kann ihn mir ja dann doch vielleicht ein bisschen mehr spoilern. Ich werde ihn mir aber zur Weihnachtszeit tatsächlich auch hinstellen und selber auspacken, weil Leute, guckt euch das mal an, wie wunderschön dieser Adventskalender einfach ist. Also du klappst es hier hoch und Balance, Claudinchen, und kannst hier unten auch noch eine Schublade rausziehen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich hübsch, ne? Also ich mag das, zack, optisch sehr gerne leiden. Das ist ein schönes Design, so in Eierschalencreme mit goldenen Akzenten. Aber ich würde sagen, ich stelle ihn mal eben nach hinten, weil er ist ganz schön schwer. So, ich würde sagen, zuallererst gucken wir mal in die Nummer 5 hinein. Und die haben wir in der Schublade. Man findet die Zahlen wirklich sehr, sehr schlecht. Bin ich ehrlich, weil das ist dieses, ne, Weiß auf der Eierschale. Ja, das ist sehr schwer, das zu finden. Oh, schön. Ja, wir haben hier eine Kerze drin. Und hier sind auch ein paar von diesen Kerzen in Special Editions mit dabei. Natürlich auch ein paar Sachen aus dem Standardsortiment, aber manche Produkte sind tatsächlich extra für den Adventskalender designt worden. Entweder von der Optik her oder halt von der Größe her, von dem Duft her. Und hier habe ich jetzt Violet, eine Special Edition, und das ist eine Mini-Kerze. Und das sieht doch sehr, 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 sehr schön aus, oder? Wow, also die finde ich schon mal richtig hübsch. Cool bei den Kerzen finde ich halt auch einfach, dass die aus Sojawachs sind. Also das ist halt 100% biologisch abbaubar. Und das hat einfach eine deutlich bessere CO2-Bilanz als Paraffin. Dementsprechend ist es schon mal eine ganz gute Geschichte. Aber wir gucken mal, wie das riecht. Also vom Duft her sehr blumig. Es hat wirklich was von einem richtig schönen, schweren Parfüm, aber gleichzeitig auch eine gewisse Leichtigkeit mit dabei, die ich sehr, sehr genieße. Also für mich ist es wirklich ein schöner, lauer Sommerabendduft. Den mag ich gerne leiden. Das ist schön, aber ich packe das wieder zurück, weil wie gesagt, ich mache den Adventskalender dann ja auch tatsächlich auf, wenn die Adventszeit eingeläutet wird. Jetzt habe ich Bock auf einen Klopper und zwar nehmen wir uns mal die Nummer 14 vor. Ist das nicht riesig? Oh ja, das ist so toll. Ich mag ja gerne solche, ne, Duftstäbchen. Das ist Santorini, kommt aus Griechenland und da sehen wir auch direkt die Farben. Und hier hinten sieht man es auch nochmal, Made in Spain, also die Produktion tatsächlich findet auch in Spanien statt. Das Wachs, also das Sojawachs, wird aus
Italien bezogen. Also das ist Made in Europe, was ich persönlich auch immer sehr schön finde. Weil dann hast du halt nicht dieses ganze Tralafitti mit Transportwegen und so, ja, und so weiter und so fort. Und was natürlich auch noch so eine Sache ist, Arbeitsbedingungen sind in Europa halt ein bisschen anders als in anderen Ländern. Genau. Und hier haben wir dann immer so einen Duft. Oh, ich liebe diese Raumdüfte, weil da musst du, die stellst du einfach in den Flur und musst dir da keine großen Gedanken drüber machen. Oder halt ins Badezimmer, ne? Finde ich auch mal ganz schön. Bei einer Kerze musst du halt immer ein bisschen mit aufpassen. Hier brennt ja auch gerade eine Kerze. Das ist Barcelona, Spanien. Und manchmal vergesse ich, die auszumachen. Und dann kriege ich immer Schimpfe von meinem Freund. Zu Recht, ne? Vor allem, wenn man eine Oma hat, die schon mal das Haus, also das Elternhaus abgefackelt hat, weil sie ein bisschen sehr paddelig war. Und ja, da dumm. Jetzt können wir drüber lachen. Ist auch schon ein paar Jährchen her. Okay. Oh. Oh, das riecht frisch. Das riecht sehr aquatisch, halt, passt halt auch, ne? Und dann machst du dir einfach, also den Proppen habe ich abgemacht, dann machst du hier einfach dieses Gedönsen drauf und dann nimmst du diese Stäbchen, da haben wir jetzt insgesamt 5 Stück. Und je nachdem, was für eine Raumgröße hast, was für eine Intensität du halt wünschst, ne, machst du da die Duftstäbchen dann rein. Und das passt 1A ins Badezimmer vom Duft her, finde ich. Das mag ich gerne leiden. Hat auch ein bisschen was Herbes mit am Start, also so ein bisschen was von dem Aftershave von meinem Papa tatsächlich. Mag ich gerne leiden. Man muss halt jetzt einfach nur gucken, wie sich das dann im Raum verteilen würde, ne? Aber wie gesagt, ich mache den Adventskalender ja eigentlich erst im Advent auf. Ich kriege das nicht mehr zu, Moment. So, manchmal muss man etwas stärker sein. Und deswegen, dann wird das auch erst geöffnet. Aber ich möchte ja ein bisschen mit euch zusammen spoilern hier. So, jetzt nehme ich mir mal so einen großen Klopper, der ist in der goldenen Mitte, die Nummer 17, von der obersten Schublade. Oh ja, hier haben wir auch wieder eine Kerze drin. Wooden Cabin Lapland, wie cool. Also das ist halt so richtig Kaminfeuer wahrscheinlich, jedenfalls sieht es optisch so aus. Oh, da muss ich mein Näschen reinhalten, Leute. 18 Stunden Brenndauer hat die hier und das sind 75 Gramm. Das ist dann keine Mini-Candle, das ist dann so eine ja, Zwischengröße, ne? Weil das ist nicht diese Größe. Oh, das sieht schon mal richtig hübsch aus. Also das mag ich optisch schon mal richtig gerne leiden, weil das so ein ganz dunkles Bernsteinbraun ist. Oh mein Gott, das riecht richtig gut. Oh, wie kann ich das denn mit beschreiben? Meine Herren, also sehr, 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 als würde Tanne brennen. Das hat aber auch was von so Badewanne im Winter, die meine Mama mir eingelassen hat, damit ich nicht, damit meine Erkältung weggeht. Und auch ein bisschen Sauna, also wirklich sehr, sehr warm dieser Duft. Ganz angenehm, mag ich richtig gerne leiden. Also das ist perfekt halt für einen Adventskalender, ne? Und all diese ganzen Lapland, Wooden Cabin, das ist einfach großartig. Und ja, selbstverständlich, die Produkte sind vegan und tierversuchsfrei, ne? Ist klar. Und ja, feiere ich mega. Das ist so hübsch jetzt auch vom Design her. Das ist sicherlich ein Special Design für den Adventskalender. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben. Die Form hatten wir jetzt noch gar nicht, ne? Das ist jetzt hier die Nummer 21. Da sind Tütchen drin. Oh, okay, Powdered Soap. Mhm. Was ist das? Free of Microplastic, Cruelty-Free, Vegan. Okay, also mikroplastikfrei. Malediven Indian Ocean, also Maldives Indian Ocean. Nourishing and Soft Cleansing Fresh Fragrance Experience. Okay, was ist das? Das muss ich mir mal angucken. 15 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und ja, Ava & May hat ja auch das ein oder andere Pflegeprodukt mit drin. Das ist eine Pulverseife für eine reine und zarte Haut. Die pflegenden Waschsubstanzen auf natürlicher Basis sorgen für eine tägliche, sanfte Reinigung. Der Duft von weißer Orchidee, Vetiver und aquatischen Noten hinterlässt ein frisches Dufterlebnis. Wow, ja, also die Düfte von Ava & May werden ja auch zusammen mit Parfümeuren entwickelt und das sind einfach immer Kompositionen, das passt einfach wie Poppes auf Eimer, ne? Und da kannst du dir dann einen Seifenspender nehmen, den du sehr wahrscheinlich schon zu Hause hast, ne? Ich habe ja auch diese wiederbefüllbaren zu Hause. Genau, da steht nämlich genau drauf, was du machen musst. Du machst erst diesen Fill Your Soap Dispenser with Warm Water, up to the mark. Also entweder haben wir hier so einen Dispenser schon drin oder wir nehmen 185 Milliliter und füllen da warmes Wasser in unseren Seifenspender rein.
Und dann machst du das Puder mit rein. Eine Minute schüttelst du das ganze Gedöns und dann einmal durch. Dann wartest du 30 Minuten. Das kenne ich auch von anderen Firmen tatsächlich. Dann quillt das nämlich auch so ein bisschen und nimmt dann natürlich auch so eine gewisse seifige Konsistenz an. Und dann schüttelst du das nochmal für eine Minute und dann hast du eine Seife. Und das ist eigentlich total cool, weil du hast hier einfach kein Wasser, was durch die Gegend transportiert wird. Ich wusste nicht, dass Arbeit May sowas hat. Also ich wusste, dass die halt schon so Badeprodukte haben, aber so eine feste Seife wusste ich nicht. Ich finde es cool und das hört sich auch vom Duft her so gut an. Orchidee, Vetiver, aquatische Noten. Das ist schon cool, ne? Also ein Überraschungsprodukt, definitiv für mich. Ich mag das gerne leiden. Sieht auf jeden Fall, ne? Ne? Ich finde es cool. Und von den Malediven können wir jetzt weiterreisen mit der Nummer 23 zu einem weiteren Land. Mal schauen, da ist bestimmt auch wieder eine Minikerze drin. Ja, das finde ich nämlich auch so cool, dass die Düfte halt dann auch immer wirklich abgepasst oder abgestimmt auf das sind, was dann halt so richtig draufsteht. Okay, jetzt reisen wir zum Nordpol. Da ist ein bisschen kalt. Ich glaube, da habe ich gerade nicht so große Lust drauf hinzureisen. Da sind mir die Malediven definitiv lieber. Santa's Sleigh Ride. Okay, das ist auf jeden Fall das Haus vom Nikolaus, wo wir hinreisen dürfen, oder von Santa Claus, vom Weihnachtsmann vielmehr. Ja, eine schöne grüne Kerze auf jeden Fall. Und das riecht, als hätte der Weihnachtsmann sich gerade frisch geduscht und ein bisschen Duft aufgelegt. Es riecht sehr herb, sehr, sehr maskulin, aber ich mag den Duft tatsächlich gerne leiden. Also das finde ich halt auch ganz gut, dass wir hier verschiedene Düfte drin enthalten haben. Also die halt, manche sind Unisex natürlich, manche sind eher feminin, manche sind eher maskulin. Und das ist halt für uns zu Hause auch ganz gut. Ja, aber ich finde, das riecht sehr, sehr angenehm. Und da wird mein Freund sich total drüber freuen, weil das ein Duft ist, der ihm auch sehr gut gefallen wird. Wahrscheinlich, weil der Duft im Prinzip auch ein bisschen riecht wie er, wenn er aus der Dusche kommt. Sehr, sehr angenehm, aber es hat auch was Waldiges mit dabei, dieses Tannige, ne? Und das passt halt einfach super gut in einen Adventskalender, weil du hast ja die ganze Zeit auch einen Tannenbaum irgendwie rumstehen oder Tannengrün oder so. Und dann hat man das einfach gerne, wenn man auch diese Düfte hat. Also richtig cool. Ja, und wenn ich jetzt hier die 23 schon aufgemacht habe, dann reisen wir jetzt mal weiter zu der Nummer 24, den Heiligabend. Da bin ich mal gespannt, was wir da drin finden werden. Ich bin übrigens überrascht, dass die Nummer 24 nicht die größte Zahl ist. Also da bin ich wirklich gespannt drauf, was wir hier drin finden werden. Schauen. Wow, hier kommt so ein Duft raus, Leute. Bora Bora French Polynesia. Ich weiß nicht, ob das ein ganz neuer Duft ist. Wow, okay, das ist mit ganz krass Kokos, das muss man mögen. Das ist auf jeden Fall eine andere Form. Wow, der riecht, also das ist wirklich intensiv, ne? Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Kokos-Fan vom Duft her, muss ich wirklich zugeben. Deswegen ist es jetzt im kalten Zustand nicht ganz so meine Welt, was ich hier rieche, leider. Bin ich ehrlich, ne? Kokos ist wirklich nicht ganz so meine Welt. Jetzt durch die Schwangerschaft ist es so gewesen, dass ich tatsächlich auch ein bisschen mehr diesen Kokosduft lieben gelernt habe, weil die Hormone irgendwie Bock drauf hatten. Aber das hier finde ich schon sehr krass. Also das ist, du hältst deine Nase auch nur in die Nähe davon und hast direkt so einen Wumm. Aber gleichzeitig halt auch noch dieses mit Vanille auch mit dabei tatsächlich. Das würde ich auch sagen. Aber also mir persönlich riecht es zu sehr nach Kokos. Ja, hier sind auch überall Kokosnüsse abgebildet, Claudinchen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ne, das ist halt Geschmackssache. Auf der Homepage stand tatsächlich auch noch mit drauf, dass man hier in dem Adventskalender einen Duft von Faint finden wird. Das ist ja diese Parfümmarke quasi, die wir auch über Arbeit May bestellen können. Und ja, dann auch noch ein kleiner Tipp, dass man quasi diesen Adventskalender dann auch später weiterverwenden kann. Super als Aufbewahrung. Klar, du hast hier oben halt, wenn du die Boxen rausgenommen hast, einfach ein großes Fach. Du hast hier unten eine große Schublade, da kannst du Schmuck drin aufbewahren, da kannst du deine Düfte drin aufbewahren, du kannst da alles Mögliche drin aufbewahren und dann kann man halt die Umverpackung weiterverwenden und das finde ich auch immer ganz schön gestaltet. So, also, ich blende euch hier auch mal so ein, was ich so ungefähr errechnet habe, was der Wert von dem Adventskalender sein wird. Ich finde es einfach hammermäßig, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, diese 40% auf das Sortiment und halt auch auf den Adventskalender zu sparen. Und deswegen gebe ich euch von Herzen gerne den Code nochmal weiter. Claudi40 ist aber auch in der Infobox alles verlinkt.
Schaut super gerne mal vorbei. Ich finde, dass diese Kooperation einfach so, so genial ist und ich bin auch sehr glücklich darüber, muss ich gestehen, weil ich einfach so ein bisschen ja, Herzenswärme und Kerzenswärme in unser Zuhause mit reinbringen kann und das mit richtig genialen Düften. Ich bin gespannt, was ich im Dezember hier auch noch weiter drin finden werde. Da werde ich euch auf Instagram gerne mitnehmen. Da heiße ich Claudis Welt unterstrich und ja, dann war es das auch schon hier von mir und dem Adventskalender-Unboxing von dem großen Ava & May Adventskalender 2022. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!